So, ich bin, wie man unschwer erkennen kann, in meinem Zimmer. Heute jetzt auch nur für ein paar Stunden tatsächlich. Ich bin im Moment nicht viel hier. Ich war jetzt die letzten Tage hauptsächlich in der Heimat, habe gearbeitet, habe dann die letzten 2 Tage nochmal am Chiemsee verbracht und es war echt schön, ein bisschen Energie getankt, aber ich bin trotzdem irgendwie so müde. Ich weiß nicht, ob es echt daher kommt, dass der Stress einfach langsam mal so ein bisschen nachlässt und mein Körper so merkt, okay, er darf sich entspannen. Ja, ansonsten werde ich jetzt hier gleich noch was zur Post bringen von Kleiderkreise und meine Bücher bei der Bibliothek noch abgeben, bevor ich dann mein Zeug packe für Interrail. Ich glaube, dass super viele sich ein Ticket gekauft haben, weil es gab ja jetzt im April diesen Sale, 50% irgendwie auf die Tickets und ich bin mal super gespannt, wie es wird. Also ich muss sagen, im Moment bin ich so semi-excited, weil es einfach, also ich werde es alleine machen und es war auch eine bewusste Entscheidung, dass ich es alleine mache. Aber ich glaube, es kostet mich oder es wird mich auch viel Kraft kosten und mir gleichzeitig hoffentlich auch viel zurückgeben. Aber ich wollte es so ein bisschen als Versuch sehen. Ich fange es jetzt einfach mal an und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Und dann habe ich es versucht. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein ganz großer Punkt, den ich am letzten oder vorletzten Video schon hatte, von wegen mal ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt auch ein bisschen zeitlichen Druck, leider. Und deswegen muss ich ein bisschen Ende machen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Sitting on my own in a hotel room on a rainy day. Sitting on my own with an old guitar. Na, so far away. Sipping cold tea with a loose brand leaf. And I think of you. Slip into a dream of a wish of mine, but it won't come true. Es ist heute mein erster richtiger Tag. Ich bin gestern Abend angekommen. Ich habe mich die letzten Tage nicht wirklich gemeldet, weil ich bei meinen Großeltern war in Frankreich und ja, einfach die Zeit so familiär, einfach, das ist einfach privat und da wollte ich jetzt nicht großartig filmen. Hatte auch nicht so den Kopf dafür. Ich muss auch sagen, ich habe eine Zeit lang dann auch überlegt, ob ich gar nicht erst mit dem Interrail starten soll, weil es mir auch einfach psychisch nicht gut ging und ich es mir auch zu gewissen Zeiten absolut nicht zugetraut habe. Ich bin dann gestern aber trotzdem gefahren und ja, weil es heute, wir sind jetzt gerade kurz vor 1, bis jetzt seit heute Morgen um 10 in der Stadt und bin rumgelaufen und es ist so schwül. Oh mein Gott, also mein Opa hat mich vorgewarnt und hat gemeint, dass es immer sehr schwül ist in Bordeaux und ich dachte mir gestern Abend, ja, geht schon. Aber heute Morgen, wir haben halt irgendwie 23, 24 Grad, es ist super bewölkt und am Wasser ist es fast nicht auszuhalten. Also es ist wirklich, alles ist nass, die Klamotten, man schwitzt die ganze Zeit auch im Gesicht und so. Aber Bordeaux gefällt mir super, super gut. Also finde ich eine super schöne Stadt. Was mir echt gut dran gefällt, ist, obwohl es so eine große Stadt ist, sind nicht viele Leute da. Also es ist ja eigentlich auch noch Urlaubszeit gerade in Frankreich, aber es ist überhaupt nicht überlaufen und es macht es halt richtig, richtig angenehm. Deswegen, ja, werde ich jetzt hier noch eine Nacht sein. Seit gestern noch meine erste Nacht im Hostel. Ich habe jetzt auch gerade, als ich durch die Straßen gegangen bin, einen Filmdreh miterlebt. Also ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich gefahren bin und ich mache jetzt einfach Tag für Tag und wenn ich halt merke, es geht irgendwie doch nicht mehr, dann fahre ich zurück und dann ist es auch okay. Genau, so viel dazu.
Also, tschüss. Als nächstes bin ich dann zur Dune du Pilat gefahren. Das ist circa eine Stunde von Bordeaux weg. Und es war wahnsinnig beeindruckend, weil diese Düne einfach so groß ist. Und von oben hat man auf der einen Seite das Meer und auf der anderen Seite den Wald. Im Wald hat man auch gesehen, wo es gebrannt hat. Das war auch das erste Mal, dass ich so richtig einen Waldbrandschaden direkt gesehen habe. Und es war irgendwie echt schockierend zu sehen, wie groß dieser Teil einfach war, der ausgebrannt war. So, hallo aus Paris. Ich bin heute hier angekommen. Ich war ja gestern in Bordeaux und war dann noch an der Dune du Pilat, also so einer Sanddüne. Und dann waren wir gestern Abend noch mit ein paar Leuten aus dem Hostel unterwegs und noch ein bisschen irgendwie tanzen in der Bar. Und dementsprechend bin ich erst recht spät ins Bett gekommen und habe auch nicht so gut geschlafen, weil ich muss sagen, seitdem ich in den Hostel schlafe, schlafe ich nicht so gut. Also das war vollkommen okay. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich bin jetzt gerade in einem Sechserzimmer und es ist noch komplett leer, ob da noch Leute einchecken werden. Genau, wir hatten heute ein bisschen Verspätung. Wir haben jetzt gerade 5. Ich habe heute nur gefrühstückt und ich merke auch langsam, dass ich irgendwie, es ist so heiß und alles Mögliche. Das heißt, ich werde mich jetzt wahrscheinlich erstmal umziehen und dann hier mir ein veganes Pain au Chocolat holen. Und sonst geht heute nicht viel. Ich habe schon gemerkt, ich brauche heute eher einen ruhigen Tag. Cause baby, your absence life is boring. So now